So, meine Freunde, willkommen zurück bei Tyranny und ich habe nachgelesen, alles okay, beziehungsweise vielleicht auch nicht, aber zumindest die 8 Tage immer gleich. Also, dass man diese 8 Tage Zeit hat, klingt nicht viel. Wir werden mal gucken, was da noch passiert. Warum da 18 standen in dem Dings, keine Ahnung, aber 8 Tage scheint richtig zu sein. Gut, dann gucken, ach, mal ja. Lyra möchte mit uns sprechen. Na, dann sprechen wir nochmal mit Lyra. Jetzt draufdrücken. Will sie nicht mal mit uns sprechen? Aber doch. Say what? Wie hast du das gemacht? Lyra blickt dich verwundert an. Was denn? Im Kriegszelt des Archonten hast du ein Edikt so mühelos gewirkt, als würdest du einen Lieferschein lesen. Wie hast du das gemacht? Ach, das war doch gar nichts. Nun, ich habe es nicht zum ersten Mal getan. Du hast das Edikt des Feuers auf die Vellum-Zitadelle gewirkt. Ich habe davon gehört, wie Kyros Zorn dazu geführt hat, dass sich unter der Festung der Weisen ein Vulkan erhebt. Das war wirklich beeindruckend. Eroberung. Ja, das war ich. Nun, ich bin beeindruckt. Du hast Kyros Wort mehr als einmal vorgelesen. Es wundert mich, dass du überhaupt noch am Leben bist. Deine Stimmbänder hätten schon längst zu Asche zerfallen müssen. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Man sollte nur anerkennen, was du getan hast. Du bist nicht nur Tunons Schicksalsbinder, sondern auch das Sprachrohr des Oberherren. Das gibt mir genügend Gründe, in deiner Nähe zu bleiben. Ich will sehen, wohin der Weg dich führt. Wenn du es sagst, das reicht mir fürs Erste. Gut, werden wir dann später noch rausfinden. So, sollen wir mal jetzt Sneaky Pete machen? They won't see me coming. List 30. Sollen wir mal probieren. Mach mal auf hier. Zack, was haben wir da drin? Geringer Stab des Sturmherzens. Oh mein Gott, wir nehmen alles. Ja. Geringer Stab des Sturmherzens. War das hier? Eisenschwert? Nee. Ach so, das ist sehr gering. Das ist das Eisenschwert. Einhändig, 8 bis 15 Hieb. So, schauen wir mal. Einhändig, 8 bis 15 Hieb. 8 bis 11. 8 bis 11 ist dasselbe. Geringes Parieren, geringe Genauigkeit. Wir sehen schon, dadurch, dass die Werte, die hier angezeigt werden, Erholung, Minus, Plus und bla, das ist schlechter. Aber gut. Haben wir es mal probiert. Zack, sollten wir jetzt mit ihm hier nochmal reden? Der Archont des Krieges stößt einen langen Seufzer aus, als er die Karte und Modelle überblickt, die auf seinem Tisch ausgebreitet sind. Er wirft einen Blick über die Schulter, stellt kurz Augenkontakt mit dir her, runzelt die Stirn und wendet sich dann seinen Überlegungen zu. Als ich das Sendschreiben erhielt, das die Ankunft des Feuerentfachers beim Brunnen ankündigte, dachte ich mir, endlich werden wir diesen verschissenen Schweine abfackeln. Aber nein, ich war närrisch, mich auf solche Dinge zu verlassen. Sich vor dem Archonten verbeugen. Könnten wir uns kurz unterhalten? Nichts sagen. Nichts sagen. Hinfort aus meinem Zelt. Diese endlose Ablenkung ermüden mich. Okay. Wir machen uns hier keine Freunde. Uns hier keine fucking Freunde. Archont oder nicht Archont, Alter. So. Dann sehen wir uns mal hier im Lager ein bisschen um. Wer ist das hier? Keveus. Der Unverletzte. Und das hier ist... Was meinst du damit? Du hättest noch nicht vom Kommandanten Eisenkern gehört. Es ist doch schon eine ganze Spanne her, dass wir ihm eine Nachricht geschickt haben. Die letzte Anweisung von Meister Radix waren, den Nordostpass im Auge zu behalten. Er würde dort durchkommen, hieß es. Bei Kyros Gnade. Wir haben nicht genügend Soldaten, um im Wald Jagd auf unsere eigenen verdammten Erdhexen zu machen. Ist da eine verschwunden? Da war eine Hohle. War das jetzt eine normale Erdhexe gewesen? So, hi! Bei Kyros eisernem Anus. Es ist der Feuereinfacher.
Und diese Verräterschweine vom Chor haben mir gesagt, du wärst nur noch ein Häuflein Asche. Der gewaltige Soldat geht mit ausgebreiteten Armen auf dich zu, um dich ordentlich zu drücken. Salutieren. Grave Asche beschützt. Nee. Keveus, gut dich zu sehen. Aber hierfür haben wir jetzt keine Zeit. Hoffentlich kommt nicht noch mehr als eine Umarmung. Dann machen wir erstmal das. Keveus stellt seine Bemühungen ein, dich zu umarmen und tritt unbeholfen auf der Stelle, bevor er die Haltung annimmt und salutiert. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich geehrt, dass du in einem Stück hier bist. Ach, wir kennen uns. Unser kleines Lager wird von diesem südländischen Aussätzigen überrannt, die Nerads Stimme unterwegs aufgabelt. Keveus schaut in Richtung zweier Chormänner, die am Rande des Lagers untätig herumstehen. Gut, die Hälfte von ihnen waren wahrscheinlich die Scheißkerle, die wir während des ersten Feldzuges durch dieses Tal nicht getötet hatten. Unruhigender Gedanke. Graven Ash sagt mir, zwar nicht alles, aber ich weiß, dass du im offiziellen Auftrag des Gerichts hier bist. Die Logistik hier ist in den Händen des Eisenmarschalls. Ich gebe nur den Sklaventreiber und sorge dafür, dass die Patrouillen ihren Einsatzplänen einhalten. Was willst du von mir wissen? Ich hörte, dass du diese Airtexte gefragt hast, wo ihre Verstärkung geblieben ist. Gibt es ein Problem? Also. Ich fürchte schon. Radix, der Anführer der Airtexen, sollte hier mit einer Gruppe seiner besten Zauberwirkern eintreffen, um beim Brechen dieser Pattsituation zu helfen. Ich weiß nicht, was sie aufhält und das macht mir Sorgen. Wenn du uns helfen möchtest, wären wir für etwas arkane Unterstützung dankbar. Klingt schrecklich, aber ich... Naja, wieso nicht? Ich könnte Hilfe leisten. Könntest du? Ich wusste, dass uns Tonus Agent in Zeiten der Not nicht alleine lassen würde. Ich werde dich, werde die letzte bekannte Position unserer Erdhexenverstärkung für dich auf der Karte markieren. Gute Jagd, Schicksalsbinder. Warum wurde die Belagerung deiner Meinung nach so langsam hingezogen? Die zwei Armeen haben schon seit Jahren nicht mehr gut kooperiert. Woran liegt das, deiner Meinung nach? Nehmen wir etwas von dir? Nope! So, dann haben wir eine neue Quest abgesagt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, was haben wir hier? Was ist das? Barrick. Ach, mit dem wollten wir mal sprechen, glaube ich, ne? Ja, Rona. Intitor. Ist das ein Händler? Heil dir, Hüter des Gesetzes. Der in feinsten Händlerputz gekleidete Mann begrüßt dich mit einem Lächeln. Wenn du ein paar Ringe zu viel mit dir führst, solltest du sie besser vor der Schlacht loswerden. Du musst wissen, dass ein Händler, den die Geschmähten in ihrem Lager dulden, ein Mann sein muss, der nur die besten Vorräte und Waffen feil bietet. Er deutet auf seinen Schilden, Rationen, Taschen, Weinschläuche und so weiter und so fort. Schau dich mal um. Vielleicht kannst du ja was für gebrauchen, Diplomat. Stimmt es dich jemals unbehaglich, den Süden in einem Lager der Besatzer zu repräsentieren? Das habe ich einmal zumindest, antwortete er vorsichtig. Aber das war, bevor ich deinen Schutzherrn von Archont einschätzen konnte. Thunon spricht mit Gerechtigkeit und Weisheit. Im Gegensatz zu den meisten meiner Landsleute war ich in der Lage, diesen Wachwechsel so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein bisschen Verrat kann erträglich sein, Händler. Lyra rempelt seine Waren spielerisch an, woraufhin er herbeigeschossen kommt und sie wieder aufhebt. Der Händler sagt, nee. Er gibt sein Bestes, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Meine Dame, Kyros ist der wahre und rechtmäßige Herrscher des Reiches. Ich sehe kein Verrat. Trotz seines selbstbewussten Tons wirft er ihr aus dem Augenwinkel einen besorgten Blick zu. Okay. Lass mich mal deine Waren sehen. Okay. Vielleicht können wir da Sachen verkaufen. Ja, jetzt hier nur Scheiße dabei zu haben. Was ist das jetzt hier? Das ist unser Lager. Wir dann Sachen reinballern. Hat er einen einfachen Heiltrank? Der kostet 50. Das ist aber ganz schön teuer, du. Wir haben gerade mal 80 tragen wir mit uns rum. Was ist das hier? Bronzering. Aha. Aha, das sind wahrscheinlich 100 von denen, sind ein Bronzering oder was, oder wie? Rastvorräte 4 von 8. Was kostet denn ein Rastvorrat?
Hört sich. Ach du Scheiße. Nun denn. Kann ich jetzt hier keine Sachen verkaufen? Ich sage hier, ich möchte Sachen verkaufen. Was sieht denn hier eigentlich drin? Malachgift. Mhm. Ah, die Sachen sind. Ach, die sind im Lager. Okay. Können wir ja hier alles verkaufen. Das ist ja alles eigentlich Dulli-Kram. Ach, das hat ja. Das hat. Ich sehe ja jetzt erst, dass die hier viel besser sind. Gut, dann müssen wir da gleich nochmal. Das hier. Ach, das gibt Hass. Das habe ich auch noch gar nicht angelegt. Okay, dann handeln wir mal das hier. Zack. Oh, und schon sind wir, schwimmen wir in Geld. Dann können wir uns gleich nochmal ein paar Rastvorräte kaufen, oder? Die 7 sind zu viel, aber können wir nochmal 2 Rastvorräte kaufen. Annehmen. Handel. So, dann haben wir 6 Stück. Sollte erstmal reichen. Gut, dann gucke ich mal aufs Inventar. Rüstung. Also diese sind ja echt viel besser. Bisschen weniger Rüstung, aber ansonsten trotzdem viel besser. So. Minus Abwehr, minus Erholung. Lohnt sich das jetzt wirklich auch nicht so? Mal hier. Das ist der Schnelligkeitsring, den können wir hier geben. Guck mal hier, zack. Aim ausblenden, oder? Sieht so und so scheiße aus. So, dann haben wir den Händler hier abgefrühstückt. Dann gehen wir mal mit ihm reden. Das ist der Eisenmarschall und das ist Barrick. Unter seinem verdrehten Helm kannst du den Gesichtsausdruck des eisengepanzerten Soldaten nicht ausmachen. Er starrt dich einfach nur an. Okay, alles klar. Hm? Hier scheint es nochmal irgendwo reinzugehen. Oder ist das hier nur die Markierung für den Händler? Ich glaube, das ist nur die Markierung für den Händler. Wer ist er hier? Reden wir mit ihm nochmal. Ruhm für Nerats Stimmen, als du dich näherst. Grüß dich der grinsende Blutkantor so laut, dass es alle hören können und stößt deinen Stab auf den Boden. Schicksalsbinder der Louis, vermute ich. Dein Lächeln verschwindet schnell und macht einen bösen Blick Platz. Ich heiße Bitterwitz und ich bin als Botschafter des scharlachroten Chors hier. Bitterwitz schaut dich ungeduldig an. Wie ist es mit den Geschmähten zu kooperieren? Ach nee, was kannst du mir über das scharlachrote Chor erzählen? Frage mal, wie es ist mit den Geschmähten. Er lächelt höhnisch und schaut einen Moment lang weg, bevor er schließlich schnieft und dir seine Aufmerksamkeit zuwendet. Sich bei der Eisenhexe melden zu müssen, ist eine Beleidigung. Sie hat für ihren Titel ein einziges Duell bestritten. Ein einziges? Ihre Führung muss kontinuierlich bestätigt, verdient und verteidigt werden. Schwäche sollte nach unten aus der Armee bluten und nicht nach oben steigen. Meine Abstellung hierher ist auch eine Beleidigung, aber eine, die ich zum Wohl des Chors ertragen werde. Bitterwitz schnüffelt in die Luft und grinst schief. Auch wenn es nur dazu dient, das Scheitern der Geschmähten mit eigenen Augen zu sehen, das wird ein schöner Tag für mich sein. Okay, alles klar. Mich nicht wirklich. Das Lager von dem ist dann nicht hier, oder? Ach, guck mal. Mach mal auf hier. Nehmen. Ist das hier auch irgendwo eine Kiste? Ah, guck mal an, den können wir hier klauen. Wäre gut zu wissen. Zack. Was haben wir denn hier? Steinschildhelm. Tiersteinpapier. Rüstung Eisen. Nehmen wir mal mit. Wir werden ja sicherlich bald noch ein neues Mitglied in unserer Bande begrüßen dürfen. Warte, hier ist auch noch eine. Ey, zum Glück haben wir sie mit der List dabei, ne? That wasn't so hard. Griffrolle, kleines Sigil der Stärke. Leichte Lederhandschuh. Gut, dass das angezeigt wird. Finde ich nicht schlecht. Fisch und Getreide. Gut. Bin hier oben jetzt noch. Da waren noch 2 Sachen. Hier unten ist auch noch eine. Lucia und Markus.
Ich bin Lucia, das ist Markus. Die geschmähten Soldaten deuten auf den gepanzerten Mann neben mir. Und du bist bestimmt der Schicksalsbinder. Aus ihrem Helm vernimmst du ein verächtliches Schnauben. Wir wurden wohl einem Säugel... Markus sagt, wir wurden dir zugeteilt, unterbricht Markus rasch, während du dich auf geschmähtem Land aufhältst. Wenn du einen Ort zum Rasten brauchst, können wir dir die notwendigen Vorbereitungen treffen. Aha. Was können wir für dich tun? Markus, erzähl mir etwas über dich. Lucia, erzähl mir etwas. Markus, welche Dienste haben dir deine Fähigkeiten im Kampf mit dem Eidbrecher geleistet? Wie ist es, bei den Geschmähten zu dienen? Markus, ich würde gerne das Unterricht nehmen. Lucia, ich würde gerne... Markus, erzähl mir etwas über dich. Also, die dienen mir jetzt, ne? Oder? Weiß nicht, ob es da viel zu erzählen gibt. Ich wurde in Fort Aufklärung ausgebildet. Und das hier ist mein erster Feldzug. Ich bin stolz, Teil der Legion zu sein. Ich wurde bei den Toren des Urteils verwundet. Aber Graven Ash Schutz hat mich wieder gut geheilt. Ich verdanke ihm mein Leben. Gibst du damit an, dass du nicht aufgepasst und dir einen Speer in den Bauch eingefangen hast? Du solltest wirklich nicht damit prahlen, dass dich ein stinkender Stufenmann in der Schlacht bezwungen hat. Lucia rollt die Augen. Du bist doch nur verbittert, dass First Ash dich nie zu bemerken scheint. Jetzt aber ganz im Ernst. Würde es den geschmähten Ehre einbringen, würde ich diesen Speerstich nochmal ertragen. Kyros weiß, dass wir den Ruhm gebrauchen könnten. Wir sind die Elitekämpfer der Nordarmee, aber irgendwie fehlt es uns noch immer an Vertrauen des Oberherrn. Er schüttelt mit dem Kopf und seufzt. Lucia, erzählt mir etwas über euch. Ich mache das hier. Sie hebt ihren schweren Schild gemächlich in die Höhe. Und das... Sie sticht zu Demonstrationszwecken mit dem Speer in die Luft. Lucia zuckt mit den Schultern. Eine gepflegte Unterhaltung zu führen ist nicht meine starke Seite. Achte nicht auf meinen Sarkasmus. Ich habe die Legion durch meinen Anteil am Feldzug kennengelernt. Nach so viel Blutvergießen zermürben mich unsere ehrenwerte Vorwände manchmal. Sie wirft dir einen misstrauischen Blick zu. Der Norden ist meine Heimat. Und für mich ist jeder einzelne dieser eingepanzerten Bastarde ein Familienangehöriger. Du wirst keine andere Armee finden, in der jedes Mitglied der Phalanx seinen Nächsten liebt und schätzt. Lucia, du scheinst mit Waffen umgehen zu können. Geschmähten Gunst 1. Genau. Und solltest du mal ein paar Hinweise haben wollen, wie du am besten mit deiner Waffe umgehst, dann lass es mich einfach wissen. Sie zwinkert. Lucia, checkerst du mit Turions Schicksalsbringer? Entspann dich, Markus. Sollte es mich mal jucken, gibt es dafür genügend Sklaven im Lager. Obwohl, du kannst durch das Visier ihres Helms beobachten, wie Lucias Augen deinen Körper von oben bis unten mustern. Solltest du jemanden brauchen, um deinen Schlafsack zu wärmen, dann lass es mich wissen. Schlaf in meiner Rüstung. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Okay. Und was macht dann Markus so Tolles? Jede Schlacht ist eine Erinnerung an die Überlegenheit der Legion. Eidbrecher kämpfen mit viel Herz, aber das ist nichts gegen unsere nördlichen Werte und Grievous Ashes Liebe. Solltest du dieses Gefühl auch mal genießen wollen, werde ich die Zeit finden, mit dir eine Eisenklinge zu kreuzen. Okay, Lucia, ich würde gerne etwas Unterricht bei dir nehmen. Endlich, ein bisschen Spaß um die Einzelne. Okay. Ausweichen, Athletik. Alter, Ausweichen kostet... Ach nee, das sind ja diese kleinen, ne? Ausweichen kann ich mit dem üben und dafür Geld bezahlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Athletik mache. Na, ich werde ja eh jetzt kein Athlet. Aber. Ah, da gibt es so ganz wenig. Aha. Aber mehr kann sie mir jetzt nicht beibringen. Alles klar. In diesem Level geübte Ränge. Haben wir jetzt auf Ausweichen geübt. Dann kann ich vielleicht nochmal mit denen reden.
Uns zwei. Willkommen zurück, Schicksalsbringer. Nur weil du gefragt hast und du Schmähten seit der Ankunft wirklich geholfen hast. Nicht, dass irgendjemand etwas anderes erwartet hätte. Bla bla bla. Markus, ich würde gerne deine Dings in Anspruch nehmen. Ach, ich kann jetzt nicht mehr. Ach so. Einhandwaffen, Zweihandwaffen parieren. Mhm. Okay, alles klar. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir leveln ja wahrscheinlich bald ab. Also merken, das hier sind die... speichern mal schnell zwischen. Das hier sind die... zum Lernen. So, dann gehen wir nochmal hier runter. Hier war ja noch, waren ja noch Sachen, die wir klauen. Und, ah ja. Speere oder sonst was. Ah, da sind auch noch welche. Scheiße. Habe ich wahrscheinlich zuvor schon. Obwohl, ausweichen können wir immer gut gucken. Ein Bogen. Labyrinth Kurzbogen. Wer ist das jetzt hier? Am Steinschild. Ach, das ist der Schmied. Isatonis. Bringt uns bestimmt so Schmiedequatsch bei. Wurf durch. Rohes Fleisch, Wasser und ein Archat. Sollten diese Archaten-Dinger vielleicht auch mal verkaufen. Da gibt bestimmt viel Geld, ne? Gut. Ansonsten wäre dann hier nichts mehr. Ach, hier war auch noch was. Siehst du? Ja, da gehen wir gleich auch nochmal hin. Isotanis. Isotanis stößt einen Fluch aus, als eine dünne Eisenklinge unter seinem Hammer zerbricht. Waffen mit Schrottteilen zu reparieren ist nicht exakt der Grund, warum ich dieses Handwerk erlernt habe. Aber unsere Vorräte sind nun mal aufgebraucht. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und schaut dich genauer an. Warum schmiedest du keine Bronze? Versteht mich nicht falsch, Bronze tut's zur Not auch. Es ist ziemlich widerstandsfähig und kann wieder zurechtgebogen werden. Ganz im Gegenteil. Der Gegensatz zum störrischen Eisen, das wir hier haben, er blickt mit Grauen im Blick auf einen Haufen seiner Werkstücke. Außerdem haben wir immer genügend Zinn und Kupfer herumliegen. Die Versorgung mit Material stellt also kein Problem dar. Nur wenige Schmiede können konsistent gute Bronze für Militärbedarf herstellen. Meistens sind sie nämlich zu weich. Schau dich im Lager um. Wir stecken die ganze Legion mit Eisenrüstungen, weil sie billiger und in Massen einfacher herzustellen sind. Mit Bronze wäre das nicht möglich. Die Geschmähten werden nicht ohne Grund die Eisenlegion genannt. Unser Rückgrat mag zwar aus Strategie und Können bestehen, unsere Krallen aber sind aus Eisen. Das gute Zeug, das die Schmiede in Letians Kreuzung herstellt. Hast eine Eisenknappheit erwähnt. Ja, ich fürchte, die letzten Lieferungen, die den Martani runtergeschickt wurde, ist in der Nähe der Echo-Ruf-Kreuzung verschwunden. Es könnte gut sein, dass wir nicht mehr bekommen werden, denn das Tal ist ja nun abgeriegelt. Eisengebundenes Eisen liegt in Tonus Verantwortung. Warum höre ich jetzt zum ersten Mal davon? Sei leise. Sotanis zuckt zusammen und senkt seine Stimme. Graven Ash möchte keine Panik verursachen oder der Vendrien-Wache irgendwelche Informationen zukommen lassen. Im Idealfall ist das Eisen mit einem Boot gestürzt und verrostet jetzt in einem Fluss. Im schlimmsten Fall ist es dem Feind in die Hände gefallen. Sollte ich nach Echoruf kommen, könnte ich mal Ausschau halten. Ja, das wäre vielleicht ganz sinnig. Das weiß ich zu schätzen. Der Großgeneral übrigens auch. Mehr als du wahrscheinlich vermutest. Er bedankt sich vielleicht nicht ganz so schnell bei Außenstehenden, aber ich weiß, dass er über deine Hilfe erfreut sein wird. Das Zurückholen unseres Eisens wäre ein Segen für unsere Kriegsbemühungen. Ich bin zum Helfen gekommen, auch wenn das bedeutet, dass ich das Durcheinander der Archanten aufräumen muss. Schicksalsbinder, kein Grund, Salz in die Wunde zu reiben. Wir wissen alle, dass die Belagerung nicht genau nach Plan läuft. Er betrachtet eine Kiste neben ihm und deutet auf einige Kerben auf dem Holz. Siehst du das? Auf diese Weise unterscheiden wir unsere Eisenlieferung vom Rest. Unauffällig, aber damit die Leute nicht herumspionieren. Du solltest deine Augen nach diesen Kisten offen halten. Gute Jagd. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ne? Gut, dann können wir irgendwo das Lager... Können wir das jetzt irgendwo verlassen? Ne, müssen wir hier wieder rausgehen, wenn wir das Lager verlassen. Dann holen wir uns nochmal die eine Kiste, die hier...
Ja, die hier. It's all in the reflexes. Schwerer Lederhelm. Gut. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir jetzt erstmal noch ins Lager, das andere Lager der Archonten reisen können. Ach nee, warte mal, hier, sie will noch was sagen. Fatebinder. Schicksalsbinder, Lyra hält inne und... What do you need? Brauchst du. Ich will gar nicht mit dir sprechen. Ach so, das steht da wahrscheinlich immer. Ja, ja, genau. Er sprechen kann. Okay, gut. Ja, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, versuchen wir mal Karte, wo wir hin können. Und wenn nicht, sprechen wir einfach hier mit denen. Ich glaube, ich werde sowieso eher Richtung Legion tendieren. Die sind mir nicht so geheuer, die anderen. Leute, main bleiben. Daumen da lassen. Bis dann. Tschüss.